Den unglaublichen Testraum haben wir bereits geschafft. Weiter geht's bei Portal 2 im Aufzug. Ach, Mann. So viele Vollbesetzte. Gut, dass wir noch einen haben. Oder dass die hier noch einen haben bei Aperture. Nicht, dass wir dann zu Fuß die 20 Kilometer gen Erdkern gehen müssen. Das wäre doch ein bisschen anstrengend. Dein Overall sieht blöd aus. Das sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei anderen sieht er gut aus, doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht. Aber was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Er war vielleicht... Warte, eine Frau. Trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor. In Mode. Aus Frankreich. Mensch, du... Ach, können wir hier irgendwo ein Portal hinsetzen? Ich möchte ja ungern den bösen Laser begegnen. Ah, wir könnten da... Ja, können wir da auch nicht rein? Nee. Können wir hier wieder zurück? Leider nicht. Hier ein Portal ist impossible, ne? Naja, fahr doch hoch. Ach so, ja, ja, ich hab's verstanden. Einigermaßen, wir machen uns nämlich eine Barriere. So, indem wir diesen Lichtvorhang hier... Genau, vor ihnen tun. Und dann, wie kommen wir jetzt drüber? So, wir müssen schon auf die andere Seite, ne? Aktiviert. Nee, nee, lass mal. Ja, ist vielleicht auch besser so. So. Aha. So, dann brauchen wir den gar nicht... Boah, heiliger Strohsack. Ich hätte den doch ganz gerne umgeworfen. Wie machen wir das denn? Machen wir erstmal den Vorhang hier weg. So, da ein Portal hin. Nee, da ein Portal hin. Dann schmeißen wir den was auf den... Moment, halt. Das ist eine Aggression an was anderem aus. An jemandem anderes. So. Manu, ich wollte euch umschmeißen. Warum wollt ihr denn nicht? Hier ist heiz aber auch so lause Bubis. So. Ah, das ist vielleicht nicht so gut gewesen, hier alles umzuschmeißen. Ah, nicht mich treffen. Okay, wenigstens sind alle am Boden. Sehr hübsch. Tat ein bisschen weh. Nun zu diesen ganzen Robotern. Das ist ja schon irgendwo ein bisschen gemein. Nee, gar nicht. Ich doch nicht. Nein, ich doch nicht. Nein. Ich würde doch nicht gucken. Okay, wie machen wir das? Wir brauchen irgendwie mal ein bisschen Deckung. Ne? Deckung ist gut. Das machen wir, indem wir einfach hier so einen kleinen Vorhang uns basteln. Und schon geht uns keiner mehr an den Kragen. Von den Burschen. Oder hinten sind auch noch welche. Das wäre ja sonst auch viel zu einfach. So. Können wir die vielleicht umsensen? Das wäre so cool. Ja, springen wir erstmal rüber, mal gucken, was passiert. Ja, nee. Lass mal. Wo war der Vorhang? Den müssten wir dann so kriegen können. So. Das hilft aber noch nicht gegen die Jungs da hinten. Das ist echt so ein kleiner Shooter hier. Nein, ich nicht. Ich würde die so gerne umwerfen. Achso, wir können uns ja hier eine Barriere basteln. Dann landen wir da oben zumindest schon mal drauf. Nee, lass mal. Nicht hochfahren. Guck mal wieder alle geradeaus. Ich bin gar nicht da. Nee. Ja, hier ist niemand da. Nein, keiner da. Okay, wir sind schon mal... Ja, ist ja gut. Ach, da unten müssen wir den Kubus. Der wisst wo? Ach, die haben den Kubus. Ach, nein, ich... Da geht's ja runter. Wow. Mann. Ja, wie machen wir das? Auf den Kopf werfen können wir die nichts, ne? Ein Vorhang hin. Ach, man kann einen Vorhang basteln, oder? Warum kann ich da nicht in ein Portal setzen? Das ist aber gemein. Schade, kein Portal. Wenigstens irgendetwas, dass wir uns vor den Jungs schützen können.
Wir könnten, was könnten wir denn machen? Nein, das war keine gute Idee. Also hier ist falsch. So, also einfach reinspringen, ich weiß nicht, dann töten uns die Jungs da, glaube ich. Und dann mit dem Kubus um sich werfen, ist vielleicht auch nicht die beste Idee. Und vor den Jungs schützen sollten wir uns auch. Das können wir doch, können wir das nicht machen? Mann, warum kann ich da kein Portal setzen? Ich möchte das so gerne. Nee, da ist kein Portal drin. Dort auch nicht. Wir könnten hier eins hinsetzen. Guck mal, das ist doch schon mal was. Wir müssten also die Jungs umwerfen, da hinten. Und dann hier hinlatschen, dann werden wir wenigstens nicht getötet. Das ist schon mal was. Okay, aber das hat noch so einen kleinen Haken. Wir müssten nämlich die umwerfen. Vielleicht klappt das, ja? Moment. Niemand da. Gut, die Jungs treffen uns nicht. Dann könnten wir doch eigentlich anfangen, die Jungs umzuwerfen. Ja. Ich wollte eigentlich einen nach dem anderen ausknipsen, aber gut. Hat ja geklappt. Auch wenn das ein bisschen hakelig war und nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Gut. So. Die Jungs, die wollen uns immer noch tot sehen. Hallo. Ja, 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 du hast alles aktiviert, bist der böseste ever. Ich fürchte mich. Hallo. Nein, ich fürchte mich doch. Okay, gehen wir erstmal wieder da oben hin. Ja, können wir eigentlich so machen, ne? Ne, ich bin gar nicht da. Boah, das sind aber auch nicht so schießwütige gesehen. So, und da müssen die oben werfen, echt. Machen wir das? Nach. Jetzt visiert mich mal nicht die ganze Zeit an. Schlaf einfach da. Das hat auch ebenso gut geklappt. Da sind wir hier hingegangen. Ach, es scheint nicht mehr zu klappen. Na gut. Können wir hier irgendwo ein Portal... Ach, da können wir auch ein Portal hinsetzen. So. Und hier vorne? Ach, jetzt können wir da Portale hinsetzen. Warum auch immer das eben nicht ging. So, dann bin ich ganz schwer dafür, dass wir folgende Gemeinheit machen. Dass wir nämlich aus der Entfernung, das ist wahrscheinlich alles viel zu kompliziert gedacht, hier ein Portal hinmachen, hier durchgehen und dann ist fertig. Ich gehe die Liste der Testsubjekte im Hyperschlaf durch. Ich habe zwei mit deinem Nachnamen gefunden. Einen Mann und eine Frau. Wie klein die Welt doch ist. Sie hatte schon immer einen Hang zu was Persönlichem. Uns ja noch mal in die Kerbe reinzuhauen. Wir wären ja ein Mensch, sie unsterblich und was sie denn nicht alles schon aufgezählt hat. Auf jeden Fall, dass wir minderwertiger sind. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts, nur so viel. Du triffst zwei Menschen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Okay. Und, da bist du. Einsamer Roboter. Tja. Gute Nacht. Bin ich ja voll irre hier. Ziel verloren. Da bist du. Aua. Mann, tu mir doch nicht weh hier. Ich gehe jetzt. Ich habe keinen Bock auf dich. So, ich hüpfe jetzt einfach über dich rüber. Kannst mich mal. Tja. So. Der sieht doch schon irgendwo wieder knifflig aus. So viele Türme hier. Ach, je. Erstmal gucken, was der Knopf macht. Der aktiviert den Laser, glaube ich, ne? Den hier reinbrutzelt. Dann wäre ich ganz stark dafür, dass wir dann gleich ein paar Roboter wegbrutzeln. Aha! Tod und Verderben. Wir werden euch wieder fahren. Hat doch Spaß gemacht. So, hier ist aufgeräumt.
Weiter können wir, glaube ich, nicht aufräumen. Oder doch? Nee, ich glaube, wir müssen den Kubus dann erstmal umlenken. Also, nee, den holen. Das machen wir. Achso, hier kommt, hier guckt keiner durch. Gut. Schnappen wir uns erstmal den Kubus, pflanzen den auf diesen Knopf hier rauf, damit wir dauerhaft Laser haben. Laser! Und müssen jetzt noch auf die andere Seite kommen. So, bin ja wie immer ein bisschen ängstlich. So. Und dann könnten wir theoretisch durchbrutzen. Achso, das geht sogar. Bam! Tod! Und du auch noch! Stirb! Ich habe zwar nichts gegen euch, aber ihr seid einfach, naja, im Weg. Wie schön das hier aussieht. Überall so kleine Roboterteile. Nur die ganze Munition, die sie da drin haben, die scheint irgendwie weg zu sein, ne? Naja, und sie lösen sich auf. Wunderschön. Dankeschön, Dankeschön. Schnappen wir uns den Aufzug und welche zwei Leute sollten wir jetzt kennenlernen oder treffen, die wir lange nicht gesehen haben? Hm. Werden wir rausfinden. Bestimmt wieder eine Lüge von ihr. Würde ich sie nie machen. Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. Womit sie ja bekanntlich hier ein bisschen für Ruhe gesorgt hat. Sie hat ja alles getötet, was sich da geregt hat. Gut, ein Laser. Was haben wir denn hier noch so? Den Ausgang, guck mal. So, und da ist wieder so ein zerbrochenes Mitarbeiterfenster, um Tests zu überwachen. Okay, und wenn wir hier drauf latschen, dann wird der Ausgang aufgemacht. Wir müssen also nur den Klotz holen. Das hieße, wir müssten eigentlich uns nur das Lichtband hier schnappen. Also zunächst einmal. Dann den Kubus holen, dann geht da Laser rein, dann müsste es aufgehen, oder? Ach, dann fährt das hoch. Okay. So geht's also nicht. Wir können aber zumindest hier schon mal was umlegen. Also das Orange, ne? Dorthin. Ja, das ist aber nicht so günstig. Was wollen wir denn da hinten? Ich weiß noch nicht so ganz, was wollen wir denn da hinten? Vielleicht ergeben sich ja irgendwelche coolen Möglichkeiten hier hinten. Wie kann man irgendwo... Ja, wir müssten schon da unten hin, ne? Um uns dann rauffahren zu lassen. Aber es ist so ein bisschen knifflig. Wir wollen ja auch den... Kann ich irgendwas machen? Auch nicht. Wir wollen ja den... Dass der Laser erst hier lang strahlt, was er eben immer so tut, damit wir dann hoch können. Ja, mal gucken. Vielleicht, wenn wir den Klotz wegnehmen, fährt er auch dauerhaft hin und her. Ja, was nicht der Fall ist. Schade. Na gut, dann eben nicht. Das ist auch ganz schön fix dabei. Ach so, wir können ihn ja von da aus aktivieren. Das ist doch schon mal was. Nehmen wir ihn mal mit. Hier drüben hin. So. Wir haben schon mal ein bisschen Weg gespart. Nun, und was jetzt? Jetzt müssen wir noch rüberkommen. Also zumindest bis hierhin komme ich schon. Ach so, dann können wir einfach den... Ah! Mensch, warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Den noch ein bisschen nach rechts vielleicht. Jetzt nur optische Gründe. Und jetzt auch noch rüber, bitte. Und dann müssen wir uns nur hier rüber retten. Das Portal irgendwo anders hinsetzen. Düsse hier zum Beispiel. Und fahren ich hoch. Tschüss, offen. Ich habe fertig. Deine Überraschung vergessen. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren.
Bei dem Gedanken kommen mir die Tränen. Wir rühren. Ja, und was sich hier noch alles so dreht und rührt und macht und tut und wer wen kennenlernt, das erfahren wir eventuell in der nächsten Folge. Bis dahin.